Hallo und willkommen zu diesem Video zum Thema Anwendung von linearen Gleichungssystemen. Wir schauen uns hier ein Beispiel an, wo es darum geht, die Flugbahn einer Kugel zu bestimmen. Und zwar kann man diese Flugbahn annähernd durch eine quadratische Funktion beschreiben. Das heißt, dass die Flughöhe, das y, von der Flugweite x auf quadratische Art und Weise abhängt. Und das heißt, wir haben eine quadratische Funktion, die könnten wir schreiben als x² mal zugehörigen Koeffizienten plus x mal zugehörigen Koeffizienten plus Achsenabschnitt. Ich habe es hier in der anderen Reihenfolge hingeschrieben, b1 plus b2 mal x plus b3 mal x². Und wenn wir also diese Parameter, diese Steigungskoeffizienten der Kugelbahn kennen würden, dann könnten wir damit für jede Flugweite die zugehörige Flughöhe bestimmen. Also das kann man sich so vorstellen, dass wir hier das x haben, da haben wir das y und dass wir dann also so eine Flugbahn haben, die eben aussieht wie eine quadratische Funktion. Und die Flugbahn ist nicht exakt eine solche quadratische Kurve, aber als erste Näherung funktioniert das ganz gut. Und jetzt stellen wir uns vor, wir haben hier drei Punkte auf der Flugbahn der Kurve, nämlich bei einer Flugweite von 0 ist die Flughöhe gleich 2. Da kann man sich also vorstellen, dort, wo der Kugelstoßer oder die Kugelstoßerin die Kugel loslässt, das ist in 2 Meter Höhe. Und dann nach einer Flugweite von 6 Metern hat die Kugel eine Flughöhe von 6,2 Metern und bei 12 Metern ist es bei 6,8 Metern. Und aus diesen drei gegebenen Punkten können wir jetzt die unbekannten Parameter mit Hilfe eines linearen Gleichungssystems bestimmen. Schauen wir uns vorher einmal grafisch an, was das Ganze bedeutet und wofür wir das zum Beispiel machen wollen. Ja, also wir sollen jetzt diese Parameter der Flugbahn bestimmen und wenn wir die kennen, dann können wir damit Prognosen durchführen, zum Beispiel prognostizieren, wie hoch die Kugel nach 16 Metern und wie hoch die Kugel nach 20 Metern fliegt. Und auch, welche Weite der Kugelstoß insgesamt erzielen wird. Das ist also die Situation, die wir haben. Wir haben die Weite und die Höhe der Flugbahn. Wir haben drei Punkte gegeben, 0, 2, 6 und 6,2 und 12 und 6,8. Und wenn wir dann davon ausgehen, dass wir da eine quadratische Funktion durchlegen, dann können wir das durch die Parameter, diese drei unbekannten Parameter durch ein lineares Gleichungssystem bestimmen. Und wenn wir sie dann kennen, können wir diese quadratische Funktion auch fortsetzen, können uns die Flughöhe zum Beispiel nach 16 und 20 Meter ausrechnen und wir können durch Lösung der quadratischen Gleichung auch bestimmen, an welcher Stelle die Kugel dann aufkommen wird. Ja, und das wissen wir eben schon an dieser Stelle hier und können dann sozusagen extrapolieren, das weiterschreiben. Wie funktioniert das nun? Ich schreibe mir nochmal hier die Gleichung hin, die gelten soll. Es soll gelten, Flughöhe ist gleich b1 plus b2 mal x plus b3 mal x². Und y und x haben wir jetzt in unserer Tabelle gegeben, da haben wir eben drei Punkte schon gemessen. Und wir können also drei Gleichungen hinschreiben, indem wir das x jeweils einsetzen und das y auf die rechte Seite schreiben. Machen wir das einmal für x gleich 0 eingesetzt, da haben wir b1 plus 0 plus 0. b1 ist also gleich 2, ja, die Flughöhe, die wir dafür haben. Sind wir also mit der Flughöhe, mit diesem Achsenabschnitt der Flughöhe schon fertig. Und dann können wir einsetzen als nächstes die 6 für x und x². Dann bekommen wir da also 6 und 36 heraus. Da haben wir da stehen b1 plus 6 mal b2 plus 36 mal b3 ist gleich
6,2. Und damit ich nicht so viele Nachkommastellen schreiben muss, schreibe ich es hier schön mit Brüchen hin. 6,2 kann ich auch schreiben als 31 Fünftel. Und das, was wir dann hier sehen, ist wirklich, dass wir ein lineares Gleichungssystem haben. Also die Flugkurve ist zwar nicht linear, nämlich quadratisch, ist also quadratisch in dem x, aber sie ist linear in den Koeffizienten b1, b2, b3 und das sind ja die Werte, die wir bestimmen wollen. Also in x wäre es quadratisch, aber in den b's ist es linear. Und dann setzen wir auch noch 12 ein und haben b1 plus 12 mal b2 plus 12 zum Quadrat ist 144 mal b3 ist gleich 34 Fünftel. Und das können wir jetzt also hinschreiben und mit Hilfe unseres Eliminationsverfahrens für lineare Gleichungssysteme auflösen. Haben wir also in der ersten Spalte überall 1 stehen, in der zweiten Spalte haben wir das x stehen, 0, 6 und 12 und in der dritten Spalte das x Quadrat, 0, 36 und 144. Das ist also unsere Koeffizientenmatrix und die rechte Seite war 2, 6,2 oder 31 Fünftel und 6,8 oder 34 Fünftel. Und dann können wir im ersten Schritt mal diese beiden Einsen hier loswerden, indem wir die erste Zeile von der zweiten und dritten Zeile abziehen. Und das ist ganz einfach. Also die erste Zeile bleibt stehen, die zweite Zeile wird dann hier 0 und 6 minus 0 bleibt 6, 36 minus 0 bleibt 36 und dann haben wir 31 minus 2 oder 31 minus 10 Fünftel, das sind also 21 Fünftel. Und hier unten bekomme ich auch 0, 12 und 144. Da ändert sich nichts. Und 34 Fünftel minus 10 Fünftel sind dann 24 Fünftel. Und damit haben wir dann also schon den ersten Schritt durchgeführt. Als nächstes können wir dann hier durch 6 durchdividieren, damit wir hier die 1 bekommen und können das dann von der dritten Zeile abziehen. Und wenn ich das mache, habe ich hier stehen 1, 6 und dann bekomme ich eigentlich 21 dividiert durch 30, aber die 3 kann ich dann noch kürzen, bleiben übrig 7 Zehntel. Und die dritte Zeile habe ich einfach stehen gelassen. Jetzt kann ich also 12 mal die zweite von der dritten Zeile abziehen. Und dann bekomme ich hier 0 und 144 minus 12 mal 6 ist 72 und 24 Fünftel minus 7 Fünftel waren dann minus 18 Fünftel. Nein, ich muss ja 12 Mal, muss ich es abziehen. Entschuldigung. Und dann bleiben eben minus 18 Fünftel übrig. Dann darf ich hier durch 72 dividieren und muss es nur noch zur dritten Zeile dazu addieren. Wenn ich das mache, bekomme ich als Lösung in der dritten Zeile durch entsprechendes Kürzen minus ein Zwanzigstel heraus und die muss ich dann nur noch 6 Mal von der zweiten Zeile abziehen. Und dann bekomme ich dort genau eine 1 und habe damit mein lineares Gleichungssystem gelöst. Mein B1 ist 2, mein B2 ist 1 und das B3 ist minus ein Zwanzigstel oder minus 0,05. Damit kann ich also die Flugbahn als quadratische Funktion von x einfach hinschreiben. 2 plus 1 mal x minus 0,05 mal x Quadrat. Zur Berechnung der Flughöhe nach 16 bzw. nach 20 Metern muss ich dann nur bei 16 und 20 einsetzen, in den Taschenrechner tippen und ausrechnen und bekomme dann eine Flughöhe von 5,2 bzw. 2,0 Metern heraus. Und dann kann ich mich dann auch fragen, wo ist denn das hier gleich 0? Und da haben wir also eine quadratische Gleichung, die wir auflösen müssen und können das dann mit der üblichen Lösungsformel für quadratische Gleichungen machen.
Also entweder diese ABC- oder PQ-Formel, was man aus der Schule besser kennt, kann man hier anwenden. Also wenn ich es mir als ABC schreibe, wäre das hier das A, das hier das B und das hier das C. Und muss da nur entsprechend einsetzen und ausrechnen und komme auf eine Lösung von etwa 21,83 Metern. Und das ist also die Weite, die der Kugelstoß erzielen wird. Und da kann man sich also fragen, naja, hätten wir nicht auch hier diese 2 Sekunden noch warten können, bis die Kugel von der Flugweite von 12 Metern dann wirklich noch bei den 21,83 Metern angekommen wäre? Ja, hätten wir natürlich machen können. Aber die gleiche Strategie kann ich natürlich auch einsetzen in Fällen, wo sich die Kugeln sehr viel langsamer bewegen. Also die Motivation für dieses Beispiel kommt eigentlich aus der Astronomie, wo man Flugkurven von Planeten bestimmen kann. Die sind zwar auch nicht ganz quadratisch, da wird das Ganze ein bisschen komplizierter, aber da macht man auch im Prinzip dasselbe. Man hat einige Punkte auf einer Flugbahn und daraus kann man dann die Parameter der Flugbahn bestimmen, wenn man dafür eben so eine konkrete Funktion anpasst. Und kann damit dann extrapolieren und kann sich berechnen, wo die Planeten ankommen werden. Und das war eben zu einer Zeit, wo es noch keine Computer gab und so weiter, konnte man das mit solchen Methoden hier machen.